und kommen direkt jetzt zum nächsten. Und zwar haben wir Philipp Frisch von Ärzte ohne Grenzen. Und Sandy Harnisch vom Aktionsbündnis gegen AIDS. Applaus! Hallo! Vielen Dank an die Organisatoren für diese Veranstaltung und für die Einladung, dass wir hier heute sprechen können über ein ganz anderes Thema. Hört ihr mich? Okay. Also nochmal vielen Dank für die Einladung, dass wir hier heute sprechen können und nochmal einen ganz anderen Aspekt von ACTA mit einbringen können. Philipp von Ärzte ohne Grenzen und ich vom Aktionsbündnis gegen AIDS. Wir befassen uns nämlich mit dem Thema oder unsere Forderung oder unsere tägliche Arbeit ist, dass Menschen in Entwicklungsländern, die HIV-positiv sind, auch Medikamente bekommen können. Und das ist nämlich ein Problem. Und deswegen sagen wir auch Nein zu ACTA. Nein! Ja, denn ACTA gefährdet die öffentliche Gesundheit in Entwicklungsländern. Es ist schwierig unter ACTA, dass die Medikamente, die Generika, die sogenannten Generika, in Entwicklungsländer kommen. Und Ärzte ohne Grenzen hat tagtäglich mit Generika zu tun. Und was das bedeutet, wird euch Philipp jetzt kurz erklären. Auch von mir ein herzliches Dank für die Einladung und hallo an euch alle. Hallo. Generika, der Begriff ist jetzt gerade schon gefallen. Was sind denn eigentlich Generika? Generika sind lebensnotwendige Medikamente, sind kostengünstige Medikamente vor allem, die für viele Menschen, gerade in ärmeren Ländern, lebensnotwendig sind. Diese Menschen können sich in vielen Fällen die teuren Originalpräparate nicht leisten und sind deswegen auf die bezahlbaren Generika angewiesen. Generika haben dabei aber nichts zu tun mit Fälschung. Generika sind Medikamente, Nachahmerpräparate, die Medikamente nachahmen, die entweder nie unter Patentschutz standen oder deren Patente abgelaufen sind. Wir von Ärzte ohne Grenzen sind selbst auch zentral angewiesen auf diese Generika und auf diese bezahlbaren Medikamente. Zum Beispiel im Bereich HIV-AIDS ist es ganz eindrücklich. Von den 170.000 Menschen, die wir in den Projekten in den Ländern versorgen mit diesen Medikamenten gegen HIV-AIDS, das sind 80% dieser Medikamente kommen aus Indien und sind bezahlbare Generika. Ohne diese indischen Generika könnten wir nicht so viele Menschen behandeln. Und auch andere Behandlungsorganisationen sind ganz zentral angewiesen und auch in anderen Bereichen, in anderen Krankheiten brauchen wir diese bezahlbaren Medikamente. Und auch deswegen sagen wir Nein zu ACTA und fordern, dass die Staaten nicht unterzeichnen, nicht ratifizieren. Ja, und was das jetzt konkret bedeutet mit ACTA und Generika, da gibt es viele Kritikpunkte von unserer Seite, um nur zwei zu nennen. Ein großes Problem ist, dass Generika, die sich zum Beispiel auf dem Weg in Entwicklungsländer von Indien, wo sie hauptsächlich hergestellt werden, befinden, dass die an Grenzen von ACTA-Unterzeichnerstaaten aufgehalten werden können. Und zwar allein, wenn der bloße Verdacht besteht, dass geistiges Eigentum verletzt sein könnte. Und diese Zollbehörden, die können eben handeln. Und die Zollbehörden werden quasi zum langen Arm von Pharmakonzernen gemacht. Die Zollbehörden sollen private Rechte von Pharmakonzernen durchsetzen. Genauso wie Netzprovider jetzt hier zur Netzpolizei gemacht werden sollen. Und dazu sagen wir nein, das geht nicht. In der Vergangenheit gab es schon einige Fälle von solchen Beschlagnahmen, wo an europäischen Grenzen ganz unbegründet legale Generika festgehalten wurden. Und das bedeutete, dass Patienten auf diese Medikamente warten mussten. Und diese Lieferverzögerungen können lebensbedrohlich sein. Genau, gerade im HIV-Bereich, da müssen die Menschen tagtäglich ihre Medikamente nehmen. Und wenn sie diese Medikamente nicht haben, ist das Leben bedroht. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Generika-Hersteller mit hohen unverhältnismäßigen Strafen bedroht werden können, auch wenn bloßer Verdacht auf eine Rechtsverletzung besteht. Und das Problematische weiter ist, dass es nicht nur die Hersteller selber betrifft, sondern auch die Zulieferer von Generika-Herstellern zum Beispiel oder auch Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, die diese Generika in den Ländern verteilen. Und das ist ein großes Problem unter ACTA. Wir befürchten, dass das die Generika-Hersteller abschrecken kann. Und wenn die dann nicht mehr produzieren oder weniger produzieren, werden die Medikamente teurer.
Und damit gefährdet ACTA die öffentliche Gesundheit in Entwicklungsländern. Generika sind also zentral und wichtig und dürfen nicht zusammengenommen werden mit den Medikamentenfälschungen. ACTA trifft diese Entscheidung nur unzureichend und deswegen sagen wir Nein zu ACTA. Noch heute warten Millionen von Patienten auf bezahlbare Medikamente und haben keinen Zugang. Deswegen sagen wir, anstatt mit ACTA und ähnlichen Abkommen immer wieder zu versuchen, die Rechte der Rechteinhaber durchzusetzen mit aller zur Verfügung stehender Gewalt, muss die Behandlung ausgeweitet werden und der Zugang zu bezahlbaren Medikamenten sichergestellt werden. Gesundheit ist ein Menschenrecht. Jeder Mensch, der krank ist, sollte ein Recht darauf haben, die Medikamente zu bekommen, die er braucht, um zu überleben. Deswegen sagen wir im Großen und Ganzen Nein zu ACTA und lasst die Finger davon. Danke. Wow.